Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und da rennt etwas hinter uns her. So, ich glaube, jetzt können wir ein bisschen schneller laufen. Wir sind im Nadelwald. Ist das scheiße? Was ist denn das denn? Sag jetzt nicht, wir kommen. Ja, das ist echt eine zweite Nave Zone, ne? Ich bleib mal hier auf der bekannten Seite. Warum läuft er gerade auf einmal so langsam? Nimm einen Knüppel in der Hand, wenn du dann schneller bist, mein Freund. So, da werden wir uns heute Nacht drin verstecken, in diesem absolut sicheren Haus. Ja, nicht. Oh, komm, ey, Lied. Ihr Schweine, irgendwo muss man doch immer mal ordentlich Lied rauskriegen können. Ja! Die ist sogar noch ein Ticken interessanter, finde ich. Auf jeden Fall Munition. Das finde ich super. Wir hätten vielleicht... Schau mal das. Ich gucke hier gerade so ein bisschen eingedruckst, falls hier irgendwo gleich... um die Ecke kommt. So ein Chihuahua für Arme. Habe ich denn einen gesehen? Ich hoffe ja nicht. Und möchte hier die Zone hier eigentlich auch nur ankratzen, also durchsuchen, mag ich hier nicht wollen. Dann könnt ihr natürlich jetzt akkurat ein schickes Haus finden, wo wir uns dann vielleicht erstmal drinnen verstecken können. Aber ich hätte mich mehr gefreut, wenn wir mal eine fucking Wüste gefunden hätten. Pressholz. Eine Pressspanplatte. So, mal gucken, wo wir hier hinten hinkommen, was es hier hinten alles Schönes zu entdecken gibt. Viel war ja bis dato auf der Karte nicht. Laufen wir jetzt hier mal, wie gesagt, parallel entlang. Mal gucken mal so ein bisschen. Was ich mache, wenn ich nichts finde, weiß ich nicht. Dann werden wir die Nacht laufen. Wenn wir die Nacht sterben. Ja, mein Hals. Ich weiß nicht wieso. Ich hätte vielleicht mal eben in einer kurzen Pause was trinken sollen. Aber da war keine Zeit, weil Los Zombos schon am Näherrücken war. Komm. Ein bisschen Munition nehmen wir gerne mit. Schießpulver. Nichts. Ist das ein Traum, wie was wir hier alles finden. Sogar nichts finden wir. Und? Nein. Ah, komm. Hast du was dabei? Du hast doch bestimmt bewaffnet bis an die... Naja, zumindest Munition hat er dabei. Ich möchte endlich mal die verdammten Tipps finden, also die Projektile zum Verschießen, damit wir uns da auch was mal vormachen können. Eine wird mir ja schon reichen. Ja, auf jeden Fall ein bisschen Räubertour macht doch auch Spaß, ne? Schön den Müll überall durchsuchen. Das Ultimative wäre jetzt natürlich, wir finden eine Kartoffel, dann müffeln wir wieder bis zum St. Nimmerleinstag. Und haben noch mehr Spaß, weil die zumindest uns riechen und wittern können. So. Da ja hier bald alles neu drin spawnt, wie gesagt, ein bisschen wegmachen. Aber ein bisschen ausräumen. Und langsam bin ich angespannt wegen dem, was auf uns zukommt. Okay, ja. Shay ist's. Wir werden jetzt aber hier mal in dem Waldchen. Boah, Schreck. In den Wald hineinlaufen. In der Hoffnung, hier, wie gesagt, irgendwo noch eine Hütte zu finden, weil es wird langsam dunkel. Und ich weiß, was das heißt. Ihr wisst es vielleicht. Und. Oh Gott, geil. Lied.
Wenn wir werden euch auf jeden Fall mal der Straße kurzerhand folgen. Jetzt kommen wir ja auch so langsam in das Areal, was ich schon mal so ein bisschen erforscht hatte. Also bis dahin bin ich ja damals schon mal gegangen. Mein Ziel ist das so ungefähr. Ich hoffe mal, dass da, wo sich die Straßen kreuzen in der Nähe, wie gesagt, irgendwo mal ein dummes Haus stehen wird. Ansonsten werde ich panisch in die verseuchte Zone ins Kino fliehen. Ich glaube, das war ja auch mein ursprünglicher Plan, die Nacht dort zu verbringen, oder? War das nicht irgendwie so? Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Es ist ja doch schon ein, zwei Tage her, dass ich aufgenommen habe. Auch wenn es noch nicht so lange her ist, wie es eigentlich hätte sein sollen. Aber ich wiederhole es nochmal ganz gerne. Ich mache das gerade, weil ich halt es zumindest bis zu einem bestimmten Stand auf jeden Fall haben möchte. Und die Gerüchte sich um das baldige Alpha-Zähnchen immer mehr mehren. Ich warte eigentlich noch auf ein offizielles Statement und dann wäre es zu spät. Na gut, da könnte man noch sagen, ich mache Auto-Update aus, etc. pp. Und ziehe es darüber noch künstlich in die Länge, aber... hier ist nichts los, ne? Sag jetzt nicht, hier ist echt nirgendwo auch nur ein Haus. Yay! Tja... Wir entscheiden uns für den rechten Weg. Und es ist ein Haus in der Nähe. Hurra. Es hat sich sogar mal ausnahmsweise gelohnt. Und da sind auch Zombie. Eine kleine Siedlung. Ruckelig. Ja, das Zielen ist so ein bisschen hakelig, ne? Das merkt man ja hier ran. Ups, jetzt ist er böse. Ja, böse ist er. Tot ist er. Ups, da war ein Ticken rüber. Oh, warum ist denn das so ruckelig? Meine Maus kann das doch eigentlich... Nee, Maus eigentlich nicht. Das ruckelt gerade vom Spiel her so ein bisschen. Und der hätte doch eigentlich sitzen müssen. Hallo? Ja. Also hier ist gerade echt viel los. Hallo, wo kommt ihr denn alle her? Da standen drei Stück. Das ist doch... Jetzt zeige ich Schnauze voll. Komm her, gib die Klopper. Oh, großer Fall um. Hi, Schwester. Ich habe zuerst geschlagen und treffe nicht. Supi. Es gibt's doch gar nicht. Wie treffen die noch einmal? Okay. Bitch! Ihr wollt es ja so haben. Das gibt's ja echt nicht, oder? Das war nicht geplant. Die trifft man kaum mit dem Ding, mit der fucking abgesägten. Aber die Tankstelle, die spreng ich sofort. Ey, wie viel sind denn hier auf einmal? Supi, unsere ganze Munition ist weg. Weg, weg. Und wir sind gleich wieder allein. So. Ja, guten Tag, Herr. Ich möchte hier mal... Verarsche? Oder wie? Oder was? Oder wo? Oder warum? Ich hoffe, die hauen mich jetzt hier nicht durch. Das ist doch noch Rusty, oder? Ja, geil. Wir sind echt des Todes.
Und die andere ist vorbei. Yay! Ne, wir hauen auf der Iron Door rum. So, meine lieben Freunde, in der Nacht. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal mein Inventar leer machen. Da ich bezweifle, dass ich das hier jetzt überlebe. Alter, wenn ich versuche rauszurennen. Ich kriege niemals die Tür auf. Hallo. Ah. Okay, wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. So schnell, gib die große her. Ja, guten Morgen. Ich bin die Nachtschwester oder was? Ich fühle mich gerade nicht nur leicht, sondern tierisch verarscht. Hast du wenigstens was dabei noch für mich? Ja, nee, ist klar, ne? Ja, wir sind gejagt, aber eigentlich dürften sie uns ja jetzt hier hinten verloren haben. So, noch sind wir gesensort. So, tschüss, ich bin verschwunden. Ich bin nicht mehr da. Undetected. Puh. Genau dann, wenn man sich hier mit denen rumprügelt, kommt auch noch so eine ganze Herde vorbei. Ich glaub's ja wohl, ne? Es ist nicht mal Nacht. Ja, was. Miso haben wir noch gar nicht gefunden. Würde ich gerne erst in unsere Vorratskammer packen. Na, wir haben ja nur zum Glück noch das da. Yum. Yay! Unsere ganze Munition für die Nacht ist weg. Mir graust es gerade. So, mir graust es vor dem, was da heute kommt. Mir graust es. Hallo? Aua. Na, da hinten laufen sie noch alle rum. Die Schlaveliner. Es ist, also musst du zugeben, schick eingerichtet, oder? Was meint ihr? So, dann können wir das mal mitnehmen. Dann können wir hier schon mal daraus was machen. Dann können wir das noch gleich wegmachen. Ein bisschen Platz sparen. Ja, wir bräuchten ja wirklich Platz. Ich bin nicht da. Oh, wie geil! Aber wenn ich das jetzt in der Hand nehme, haben sie mich sofort gerochen. Ja, muss ich es leider noch zurücklassen. Ansonsten natürlich nichts. Nichts Brauchbares, mehr oder weniger. Ja, ein bisschen Wasser, das ist ganz gut. Ja, draußen brummelt immer noch ein Untoter rum. Ja, ich glaube, wir werden einfach mal versuchen, die Nacht hier oben zu überleben. Daher möchte ich dieses Haus halt auch mehr oder weniger leer räumen, damit es, wenn es zerstört wird, ne? Ah, die sind auf jeden Fall gut unterwegs da draußen, die Jungs. Ja, man tötet ein, zwei Zombies und auf einmal steht die ganze Herde neben einem. The Walking Dead! Lässt grüßen. Und das Schöne ist, wie gesagt, nach der Aktion keine Munition mehr, nichts mehr. Wir sind eigentlich fast wehrlos. Yeah! Oh, geil, den Bürostuhl möchte ich gerne mitnehmen. Ich wünschte mir so einen Bürostuhl gerade hier irgendwie mal so, ja. So. Kann ich hier nicht auch... Aus 64 Blatt kriegen wir ein Buch. Na, das passt doch. Bringt auf jeden Fall ein bisschen Platz. Was kriegen wir daraus gecraftet? Noch gar nichts. Aus der einen Dose haben wir auch noch nicht viel gecraftet kriegen.
Ammunition. Urban Combat. Wahrscheinlich werden wir dann einen großen Teil schon gelesen haben. Aber wir versuchen es natürlich. 5 neue Rezepte. Na wohl ja. Okay, das ist nice. Und der sieht so richtig gut aus noch. Oh! Ja, während der das macht, kann ich ja dann doch nochmal einen Schluck trinken. Beziehungsweise kann ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was in diesem Safe ist und was uns die Nacht erwartet, erfahrt ihr wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.